Liebe Abonnenten, also alle 8, von denen 5 bestimmt irgendwelche fragwürdigen Bots sind und einer systembedingt ich selbst. Also, hallo ihr beiden. Wir haben uns heute hier versammelt, um das Richtfest meines ES-Mindtest-Hauses zu feiern. Als Microsoft am 15. September 2014 Mojang übernommen hat und damit Minecraft mit gierigen Klauen aus den Händen der Community gerissen hat, war der Entschluss für mich klar. Ich war die letzten 15 Jahre Microsoft frei und ich werde es auch in Zukunft sein. Schnell entschloss ich mich, Minecraft fallen zu lassen, so wie Mojang seine Ideale hat fallen lassen. Schon am 23. September begann ich dieses Mindtest-Carbon-Let's Play, das ihr beide umguckt. Ich fing als bald mit dem Hausbau an und das meiste davon entstand spontan. Die Stockwerke versetzt zu bauen entsprang genauso einer spontanen Einnehmung wie der Dachbau und dieses Richtfest. Da ich vieles ohne Aufnahme baue, bekommt ihr immer nur einen Zwischenstand zu sehen. Das werde ich auch in Zukunft so beibehalten, so wie dieses Dach in Zukunft das Haus vor Wind und Wetter schützen wird. Wind und Wetter wird dieses Let's Play auch noch lang begleiten. Technisch ist es in Ordnung, inhaltlich ist es sicher noch ausbaufähig. Und auch wenn ich immer wieder betone, dass es mir im Grunde genommen nicht wichtig ist, so sehe ich dennoch die Aufrufe und freue mich über jeden Zuschauer und Abonnenten, was ich aber auch weiterhin nicht extra betonen werde. Und wer weiß, vielleicht findet sich eines Tages eine kleine Community zusammen. Denn wie sagte der einst schon der österreichische Komponist Anton Bruckner, wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Lasst uns also mit Abschluss des Dachbaus das Fundament für den schönsten und höchsten Turm errichten, den es im Land der Katzen je gegeben hat. Dankeschön. So, nach dieser doch eher holprigen Rede, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Mindtest. Ich habe mich dazu entschlossen, ein kleines Richtfest zu feiern. Bot sich halt einfach an. Der Dachausbau, der ist nun weiter fortgeschritten. Der Richtkranz, der ist halt auch dann da. Dachte ich mir, ich mache das mal eben kurz, so als kleinen Zwischenschrank. Ja, man sieht hier die Ratten, die laufen hier wieder wild durch die Gegend. Das ist auch weg. So. Lassen wir sie doch mal runterfallen. Ja, der Richtkranz, ich glaube, der bleibt einfach noch mal ein bisschen da. Ich habe angefangen, hier den Dachboden so ein bisschen auszubauen. Ich kann das nochmal von außen zeigen. Uiuiuiui, und runter! Pow. So, man sieht es von außen. Ich habe auch nochmal ein bisschen Verstärkung reingebaut für das Haus selbst. Hier so ein paar extra Steinstreben, dass das Ganze noch ein bisschen massiver wirkt. Hier oben mit den Ecken bin ich noch nicht so 100% zufrieden, aber das wird sich dann auch im Laufe der Zeit dann geben. Ansonsten habe ich gar nicht viel gebaut. Bin auch so ein bisschen kränklich heute. Gestern auch schon, deswegen kommt die Folge von gestern auch heute. Viel werde ich heute wahrscheinlich auch nicht machen. Was ich aber auf jeden Fall einmal machen werde, wo ich die Münze gerade im Inventar habe. Ich werde euch mal meine neue Mod oder den neuen Teil meiner Mod zeigen. Das mal so ein bisschen erweitert, das Ganze. Und zwar, die Münzen haben standardmäßig null Funktion. So. Das Ganze habe ich ein bisschen ausgebaut. Man kann aus den Münzen kleine Scherben, Münzscherben bauen. Nehmen da einfach mal so. Einfach mal ein paar von. Diese Münzscherben. Na komm. So. Kann man zu rohen Barren machen. Das geht mit allen Münzen, die es im Spiel gibt. Und 5. Das ist doch irgendwie doof gerade. So, 8. Na. So. Und diese Barren kann man in den Ofen schmeißen. Zack. Dauert natürlich ein kleines bisschen länger, die zu brennen. Und schon haben wir Kupferbarren. Ganz reguläre, das sind die Standard-Kupferbarren. Sieht man auch, man kann sie wunderbar zusammenführen. Und, dann haben die Münzen tatsächlich einen Einsatzzweck. Ich habe das im Mindtest-Forum auch mal gepostet als, Quick-and-Dirty-Idee für Münzen. Weil die haben halt tatsächlich nur gar keine Benutzung, gar keine Möglichkeit, da irgendwas mitzumachen. Und ich sollte noch meine Rüstung wieder anziehen. Zack. 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 So. Hose habe ich immer noch nicht, aber das ist egal. Ja, ich dachte mir, wir bauen mal ein bisschen am Dach. Hier war das, ne? Genau. So, die brauchen wir. Nehmen die einfach mal mit. Und ein bisschen Erde.
Ach ja, die Erde war im Keller. Dann könnt ihr auch gleich mal sehen. Zack, zack. Oh, eine Doppelkiste. Ja, ich habe den Doppelkisten-Mod jetzt einfach mal installiert. Es ist dann doch irgendwie schöner, einfacher. Und man hat einfach mehr Speicherplatz oder Lagerplatz. So. Zack, zack, zack. Ja, hier ist auch so ein bisschen jetzt schon Ausbau, hat schon stattgefunden. Zimmeraufteilung ist sicher überlegungswürdig, aber ja, es ist in Ordnung. Hier so ein kleines Kämmerlein. Ich glaube, hier baue ich das Klo rein oder sowas. Mal gucken. Und dann haben die Zimmer halt alle immer einen Eingang und es ist immer ein bisschen Platz auch, dass da ein bisschen was reinkommt. Für die Einrichtung habe ich schon eine Idee. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Und hier oben, da ist noch nichts weiter. Das ist noch original, so wie es vom Ausbau her auch war. So. Ja, hier sieht man es. Dachschrägen von innen, Dachschrägen von außen. Ich habe dazwischen immer einen Block gesetzt. Das macht das Ganze so ein bisschen massiver. Und vor allen Dingen die Ach, ey, das ist doch scheiße. Entschuldigung, aber... Ach, das war in Minecraft wirklich besser. Ja, also es verhindert so ein bisschen die Problematik, dass die Dachschindeln so ein bisschen durchscheinend sind. Immer wenn da was dann dazwischen ist, ergibt sich das Problem eben nicht. Ich bin übrigens noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie ich das jetzt mit dem Dach weitermachen werde. Oh, ja, das war klar. So. Ob ich hier noch irgendwie das höher baue, dann kommt hier oben nochmal eine Etage rein. Ich glaube, das ist so die sinnvollste Variante. Wir werden auf jeden Fall erstmal den kann man an Höhe machen. Wir werden einfach hier mal eine Ebene höher gehen mit dem Dach. Ach, ist aber auch. Und dann sollte es das für heute mir auch gewesen sein. Wie gesagt, so ganz frisch bin ich heute nicht. Für eine etwas kürzere Folge diesmal tatsächlich. Ich wollte nur den Dachausbau nicht ohne euch machen. Ihr beiden. Danke, dass ihr zuschaut. So. Ja, man sieht, ich habe hier noch so ein paar Dauben reingebaut. Hab mir jetzt natürlich nicht gemerkt, wie genau die nun einzeln heißen in der Bezeichnung, aber das habe ich ja verlinkt auf der Facebook-Seite. Da kann man es dann nachgucken, wen es denn interessiert. So. Ich das oder ruckelt das gerade extrem? So, naja, gut, was soll's. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ah, so. Ach, das wird wahrscheinlich wieder nicht reichen. So. So. Das ist ja super. Gut, hier kommen die dazwischen. So. So. Da hat man hier so eine Ecke dann quasi, die dann nach oben weitergeht. Hier genauso. So. Oder auch nicht. So. Genau so. Zack. Reicht natürlich wieder vorne und hinten nicht. Es ist immer irgendwie die andere Seite. Hier wieder ganz normal und dann muss ich mal schauen, wie es dann hier oben weitergeht. Wie im Detail ich das dann machen werde. Ihr merkt schon, also heute ist gar nichts mit mir anzufangen. Gerade nochmal einen Schluck Kakao getrunken. Ja. Also. Heute mal eine Mini-Folge, wirklich nur 10 Minuten lang. Ich wollte nur eben das Richtfest nicht ohne euch feiern.
Ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Also heute ist irgendwie, aber trotzdem wisst ihr Bescheid. Ja, bis nächste Woche. Tschö.